So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin inzwischen runtermarschiert. Werdet ihr mitbekommen haben, wenn ihr den inoffiziellen ersten Teil dieses Videos gesehen habt. Ich wollte es ein bisschen staffeln. Das ist jetzt quasi die Märchenonkel Ben ohne Reis Variante. Und eben hatten wir ja den naturkundlichen Spaziergang zum Wilden See. Und was ich eben an Märchen noch ergänzen wollte, war zunächst mal die Märchengeschichte zum Mummelsee. Die hatte ich ja auf dem Westweg irgendwann mal erwähnt, dass es die gibt. Und gemeint erzähle ich, meine Hutenden hängen runter, das sieht immer so traurig aus. Erzähle ich später. Und jetzt ist später. Demzufolge folgende Geschichte gleich. Nachdem ich ein bisschen schwarzes Wasser aus dem Schwarzwald. Es war einmal ein Dörflein. Dieses Dörflein lag ganz oben im Achertal, kurz vorm Mummelsee, der dann noch weiter oben am Berg gelegen war. Und da liegt er auch heute noch. Und es begab sich zu der Zeit, dass vom Mummelsee ausgehend eines jeden Tages im Winter drei schöne Mummeln herunter nach Seebach in die Webstube gewandert sind, um dort sich nützlich zu machen und beim Weben zu helfen, ein wenig im Haushalt zu helfen. Sie kamen immer exakt um 8 Uhr und gingen wieder pünktlich um 23 Uhr, um spätestens um 12 Uhr wieder zurück im bzw. am, so genau wusste das niemand, See zu sein. So, und da diese Mummeln jetzt nun mal eben ordentlich was hergemacht haben, insbesondere da sie wahrscheinlich nicht besonders üppig bekleidet gewesen sein werden, aufgrund dessen, dass sie ja im See lebten, ne, so kann man jetzt ein bisschen spekulieren, da ist nichts Genaueres überliefert, aber diese Mummeln waren auf jeden Fall sehr, 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 sehr beliebt bei der jüngeren männlichen Dorfbevölkerung, die ja normalerweise in der Webstube nichts zu suchen hatte, dann aber eben doch oft dort anzutreffen war, eben aufgrund des Mummeltourismus. Den gibt es heute auch noch, nur dass die Mummeln nicht mehr da sind und man sich nur noch den See anguckt. Aber Tourismus gibt es da dafür jede Menge. Das war also eigentlich immer so ein bisschen dramatisch, wenn dann die Mummeln nach nur 3 Stunden, die sie da waren. Moment, nein, doch nicht. Ich dachte, da läuft hinten jemand am See lang. Das ist nur meine Kapuze, die da blau ist. Nachdem sie also immer nur 3 Stunden da sein konnten jeden Abend, fiel es den jungen Dorfbewohnern schwer, sie dann gehen zu lassen um 23 Uhr. Also ist irgendwann mal ein Halodri auf die Idee gekommen, die Uhr einfach eine Stunde zurückzustellen, so dass die Mummeln dachten, sie würden um 23 Uhr gehen, verabschiedeten sich und verließen wie immer die Webstube. Aber in Wahrheit war es schon 24 Uhr, als die Uhr 23 geschlagen hat. Also 11, ne? Das war ja eine Analoguhr mit dem 12er Zifferblatt. Jedenfalls kamen sie am nächsten Tag dann plötzlich nicht wieder, die Mummeln. Und am darauffolgenden Tag auch nicht. Aber ich glaube 2 oder 3 Tage später kam ein Wanderer ins Dorf, der über den Schwarzwald gekommen war und demzufolge auch am Mummelsee vorbeigekommen ist. Und der hat wohl berichtet, dass er, als er am See angekommen ist, plötzlich ein riesiges Blubbern im See festgestellt hat. Also eine richtige Fontäne kam da hervor und er hat irgendwie so einen lauten Frauenschrei gehört. Und nachdem dann die Bewohner von Seebach auch hoch zum See gestiegen sind, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, also zu schauen, was ist da jetzt bitteschön passiert, haben sie wochenlang auf dem See eine riesige rote Blutlache vorgefunden. Und die Mummeln sind nie wieder zurückgekehrt. Ja, so war das damals. Man sagt dem Mummelsee übrigens auch nach, dass er eine Direct Connection zwischen dem Mummelsee und dem Roten Meer hätte. Oder war es das Schwarze Meer? Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich beide.
Und Poseidon persönlich nur hat diesen Weg gelegentlich mal genutzt, um eben die Mummeln im Mummelsee besuchen zu kommen, vermutlich zu nicht ganz jugendfreien Zwecken. Müssen wohl wirklich ziemlich begehrenswert gewesen sein, die guten Mummeln. Ich möchte noch mal betonen, dass hier hinter mir ist nicht der Mummelsee, das ist der Wilde See. Und der Wilde See hat leider überhaupt keine großartigen Mythen und Legenden, dass da irgendwelche Meerjungfrauen drin leben. Und Baden ist ja streng genommen auch verboten, aber es soll schon die eine oder andere Praktikantin des Nächtens so gegen Mitternacht dem See entstiegen sein und dabei auch nicht so viel angehabt haben, habe ich gehört. Ist ja zumindest eine schöne Vorstellung. Ich denke mal, so in dieser Landschaft würde das ja durchaus das Landschaftsbild noch reicher machen. Oh, jetzt gehe ich wieder aufs Maul daheim. Böser Ben. Ja, worauf will ich jetzt hinaus? Jetzt bin ich abgelenkt. Mach mal einen Schnitt. Zwischendurch hätte ich mal zwei Fragen an euch. Erstens, würde euch ein erweitertes Video zur Entwicklungsgeschichte der Schwarzwald-Hochstraße und dem Schwarzwald-Tourismus, also was die mit den ganzen Hotels hier oben und so weiter und so fort, würde euch das interessieren? Würde mich nämlich interessieren, ob euch das interessieren würde, weil dann würde ich dazu nämlich was machen. Da hätte ich prinzipiell nämlich Lust, aber weicht schon ein bisschen arg vom Hauptthema meines Kanals ab und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee wäre. Und gleiches gilt für die Wehrgeschichte der Hornisgrinde, also dass da oben jede Menge Militärnutzung war. Das hatte ich, glaube ich, mal ganz ansatzweise erwähnt. Inzwischen habe ich dankenswerterweise das entsprechende Buch dazu erwerben können und auch gelesen und kann jetzt also demzufolge da oben auch mal eine kleine und nicht sehr professionelle, derjenige, der das Buch geschrieben hat, könnte das viel besser, Führung zur Wehrgeschichte machen, nur so in Ansätzen und auch nur ganz kurz, wenn das vielleicht eventuell für euch interessant wäre. Also kurz gesagt, da oben gab es eigentlich im Zweiten Weltkrieg eine Flakbatterie, die zur Luftverteidigungszone West gehört hat. Das ist der hinter dem sogenannten Westwall liegende Flakgürtel, kann man sagen, der eben dafür gedacht war, dass man nicht über den Westwall einfach drüber fliegen und in Süddeutschland Bomben schmeißen konnte. So die Theorie. In der Praxis hat die Flakstellung auf der Hornisgrinde nicht ein einziges Mal einen Schuss abgegeben. Gegeben hat sie es aber halt eben trotzdem. Und ist irgendwie ganz kurios und eine von daher finde ich schöne Geschichte, weil sie eben ganz friedlich ausgeht. Da ist nichts passiert. Man hat nur gedacht, die Franzosen würden da überall rumfliegen. Vielleicht noch ein lustiger kleiner Fakt dazu, den ich mir angelesen habe. Ist der, dass die Franzosen wohl gedacht haben müssen, auf der Hornisgrinde würde irgendeine gigantische Kanone stehen, also ein Artilleriegeschütz mit irgendeinem 30 cm Rohrdurchmesser oder was weiß ich noch mehr, das angeblich eine Reichweite von 150 Kilometern haben soll. Ja, nein. Gab es da oben nie. Da gab es ein, ich glaube, 7 cm Flakgeschütz, also schon so einen ordentlichen, eigentlich auch schon eine riesige Kanone, aber halt eben bloß eine Flak und mit was anderem als eben auf irgendwelche vorbeifliegenden Flieger hätten die nicht schießen können. Und dann nochmal so ein kleiner Nachteil, den die Flakstellung auf der Hornisgrinde hatte. Nachts haben sie nichts gesehen. Die hatten nämlich keine Scheinwerfer, hätten also nachts überhaupt nichts machen können. Und überhaupt gibt es einen lustigen Bericht dazu von irgendjemandem, der da oben halt eben gesessen ist, als Soldat, der berichtet hat in seinem Tagebuch, dass von XY-Tagen sie eigentlich im Prinzip bloß 10% der Tage hätten schießen können, weil den Rest der Zeit haben sie nichts gesehen, weil sie im Nebel gehockt sind. Oder die Sicht einfach so miserabel gewesen ist, dass sie wahrscheinlich nicht getroffen hätten, zumindest mal in dem Bereich. Also das sind nur so ein paar kleine Fakten, die ich mir dazu eben anlesen durfte.
Wenn euch das näher interessiert, mache ich da auch mal irgendwie eine kleine Tour und erzähle mal in die Richtung noch ein bisschen was. Aber nur, wenn es jetzt wirklich ein paar Leute interessiert. Wenn jetzt nur einer schreibt, ja, mach doch. Das passiert nämlich immer. Irgendeiner schreibt immer, ja, mach doch. Einer würde mir nicht reichen. Das müssten jetzt schon ein paar mehr sein. So, und dann wollte ich euch mal noch ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte des Nationalparks erzählen, weil ich die ja auch mehr oder weniger sehr gut und live mitbekommen habe, also Teile davon, nicht alles. Es war so, logischerweise hatten wir Nationalparkgegner und Nationalparkbefürworter. Letztere haben sich am Ende durchgesetzt, wie man daran erkennen kann, dass es einen Nationalpark gibt. Soweit, so klar. Aber ich wollte jetzt mal auf die einzelnen Interessensgruppen ein bisschen eingehen und ein paar Sätze dazu verlieren. Einfach damit ihr mal so ein Gespür dafür kommt, wie so eine umweltpolitische Diskussion ablaufen kann. Die Diskussion um den Nationalpark Schwarzwald war eigentlich ein ziemlicher Klassiker. Umweltpolitik war Teil meines Studiums, nicht gerade mein Fachgebiet. Und man möge mir hoffentlich verzeihen, wenn ich jetzt da nicht der absolute Ultra-Crack auf dem Bereich bin, aber so ein bisschen weiß ich schon, wovon ich spreche. Nämlich, wir hatten da gewisse Interessensgruppen, die eben eine Rolle gespielt haben und da gäbe es zum Beispiel die Holzindustrie. Die Holzindustrie meint die prinzipiell größtenteils Sägewerke und Papierproduktion. Die hier in der Region durchaus, gerade eben die Papierproduktion, stark vertreten ist. Das ist eine Besonderheit, eine regionale. Das gibt es andernorts definitiv nicht in dem Ausmaß. Und wir haben hier, glaube ich, in Deutschland auch die einzige Papiermacherschule Deutschlands. Also wenn du wirklich den Ausbildungsberuf Papiermacher erlernen möchtest oder es gibt sogar noch ein Bachelorstudium in diese Richtung, dann hast du nur die eine Möglichkeit, Gernsbach im Murgtal. Das nur so mal am Rande bemerkt, falls das für jemanden interessant sein könnte. Da gibt es eben diese eine Ausbildungsmöglichkeit in diesem Bereich. Ich glaube, es ist die einzige. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wenn nicht, dann gibt es auf jeden Fall nur noch eine weitere. Oder vielleicht zwei, aber es sind nicht viele. Es sind nicht viele. Deswegen war das für diese Gruppe ein großes Problem mit dem Nationalpark, weil die einfach Angst hatten. Meiner Meinung nach durchaus nachvollziehbar, dass denen das lokale Holz ausgeht. Wenn man nämlich auf Holz angewiesen ist, das man verarbeiten möchte, hat man ein großes Problem. Holz ist schwer. Und wenn man Holz von 50 Kilometern Entfernung herbeikarchen muss oder aus nur 20 Kilometern Entfernung herbeikarchen muss, dann macht das wirklich einen elementaren Unterschied, weil man kann bei der einen Entfernung wirtschaftlich noch wunderbar leben und verdient Geld. Bei der anderen Entfernung ist es schon viel zu teuer und davon kann man eben nicht mehr leben. Es kann also durchaus eben für einzelne Sägebetriebe elementar gewesen sein, dass es keinen Nationalpark gegeben hätte, weil sie eben auf das Holz, was hier oben sonst eingeschlagen werden würde, angewiesen wären. Potenziell. Bisher ist es nicht dazu gekommen, dass da, glaube ich, deswegen jemand pleite gemacht hat. Und man muss auch dazu sagen, dass die Holzmengen, die hier eingeschlagen wurden, als hier noch reguläre Forstwirtschaft betrieben worden ist, super, super gering sind, weil eben auch die Zuwächse hier oben, also die Holzmengen, die eben überhaupt nachhaltig erntbar sind, weil sie auch entsprechend im gleichen Zeitraum zuwachsen, sind sehr, 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 sehr gering. Davon kann kein Sägebetrieb alleine leben. Also selbst wenn sich einer komplett auf den gesamten Nationalparkbereich spezialisiert hätte, also das Holz da draus zu verwenden, der hätte auch noch woanders zukaufen müssen. Aber dass die Grundsorge eben da ist und man die Spätfolgen des Ganzen, dass es jetzt halt eben diesen Nationalpark gibt, auch nicht 100% wirklich sicher abschätzen kann, kann ich eben da diese Bedenken verstehen. Hab sie auch damals durchaus nachvollziehen können. Eine andere Fraktion quasi, die hier mitreden durfte, war die Forstwirtschaft, also wirklich der Waldbewirtschafter, die Förster mit ihren Waldarbeitern in Anführungszeichen. Für die war das Ganze so ein bisschen eine Trade-off-Situation. Einerseits hätten sie hier auch durchaus gerne weiter Waldwirtschaft betrieben. Andererseits hat man ihnen versprochen, das haben sie dann auch geglaubt und waren dann am Ende nicht besonders dagegen, sind jedenfalls in der Öffentlichkeit nicht so aufgetreten, dass sie dann stattdessen, also auch gerade die Waldbearbeiter,
Forstwirte, dass diese dann übernommen werden und dann eben Jobs im Nationalpark stattdessen bekommen werden, anstatt eben ihren bisherigen Bäume umschneiden Job, würden sie dann quasi eher Wege freischneiden, Bäume auf Borkenkäfer kontrollieren, solche Dinge. Und das ist meines Wissens auch ganz gut umgesetzt worden und so passiert. Jedenfalls habe ich auch da wieder keine Beschwerden gehört. Jetzt kriege ich es. Innerhalb der Gruppe Forstwirtschaft muss man jetzt ganz klar Unterscheidungen machen. Es gab zum Beispiel auf der Pro-Nationalpark-Seite das Forstamt Baden-Baden, beziehungsweise die Stadt Baden-Baden, der das Forstamt gehört, weil es ein städtisches Forstamt ist. Die waren so begeistert von der Idee des Nationalparks, dass sie sogar gesagt haben, wir geben angrenzende Waldflächen, die uns als Stadt gehören, ab, um sie dem Nationalpark zuzufügen, quasi, so also als Ergänzung. Lag auch übrigens daran, dass man Schwierigkeiten hatte, die Fläche zu bekommen, die Nationalparkfläche, weil A, wollte man das ganze Ding so haben, also es müssen mindestens 10.000 Hektar sein nach internationalen Vorgaben, und man wollte es gerne so haben, dass man das Ding komplett nur aus Staatswald zusammensetzt, weil sonst hätte man einen Privatwaldeigentümer vermutlich gegen seinen Willen enteignen müssen. Das wollte man auf jeden Fall vermeiden. Rein rechtlich gesehen wäre das, wenn die Landesregierung das wirklich hätte durchsetzen wollen, auch möglich gewesen. Aber das wäre natürlich ein Skandal sondergleichen geworden und das wollte keiner. Und eben weil das schwierig geworden ist, das Ganze rein aus Staatswald, also dem Land Baden-Württemberg, gehörenden Flächen zusammenzusetzen, war man auch entsprechend sicherlich dankbar, davon gehe ich aus, das weiß ich nicht genau, dass Baden-Baden eben entschlossen hat, entsprechende Waldflächen noch hinzuzufügen zum Nationalparkgebiet, womit dann die 10.000 Hektar auch relativ gut erreichbar gewesen sind. Es hätte noch diverse Alternativen gegeben, überhaupt gab es einige Schwierigkeiten, was heißt Schwierigkeiten? Einige mögliche Szenarien, wie man diese Fläche denn jetzt nun zusammensetzt, diese 10.000 Hektar, was soll da rein, was soll da nicht rein, was ist besonders schützenswert, was nicht so, welche Schwarzwaldhochflächen. Da ich gerade bei dem Thema die Fläche des Nationalparks bin, da muss man auch unbedingt noch sagen, dass man auch lange überlegt hat, wo in Baden-Württemberg denn überhaupt dieser Nationalpark hin soll. Und es hat sich aber relativ schnell herauskristallisiert, dass der Südschwarzwald wegen seiner Zersiedlung nicht in Frage kommt. Da gibt es einfach zu viele winzige Dörfer zwischendrin über den Schwarzwald verteilt, muss man sagen. Auch jede Menge Almflächen, wo halt Milchvieh gehalten wird, um ja entsprechend auch Milch zu produzieren, selbstverständlich. Wäre in Südschwarzwald nicht möglich gewesen. Dann war die Schwäbische Alb, was wo man hätte drüber nachdenken können, aber auch diese ist zu zersiedelt und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, was vom Naturraum her wild bzw. besonders genug ist, um es schützen zu müssen, zu wollen. Und deswegen war man dann relativ schnell beim Nordschwarzwald. Das hat sich natürlich auch deswegen angeboten, weil hier auch schon viele Schutzgebiete waren. Ein Großteil der nun zum Nationalpark gehörenden Fläche ist sowieso Naturschutzgebiet. Ist es übrigens auch deswegen trotzdem immer noch, auch wenn es jetzt zusätzlich noch zum Nationalpark gehört, auch eben dieser Bannwald hier, Wilder See, der ist nach wie vor auch ein Bannwald, auch wenn er zum Nationalpark gehört. So habe ich mir das zumindest mal erklären lassen. Nehme aber für diese Information, übernehme ich nicht die volle Verantwortung. Es ist im Prinzip auch völlig scheißegal für den Anwender hier draußen und eine rein juristische Fragestellung. Jedenfalls, das mit der Fläche hat eine Weile gedauert, bis man die zusammen hatte. Und darin war Baden-Baden nicht ganz unbeteiligt, womit wir wieder zurück bei der Forstfraktion wären. Es hat auch Waldbesitzer gegeben, die definitiv gegen den Nationalpark waren. Dazu zählt meines Wissens auch die Murgschifferschaft, durch deren Wälder ich ein paar Folgen weiter vorne auf der Westwegtour auch gekommen bin. Das ist ja eine Bürgergesellschaft altdeutschen Rechts oder so ähnlich. Die ein großer Zusammenschluss von Waldbesitzern darstellt. Was hatten die jetzt für ein Problem damit, dass man einen weit weg liegenden Nationalpark macht, der gar nicht an ihre Wälder, stellenweise könnte er, glaube ich, doch angrenzen, aber in der Regel doch vergleichsweise weit weg ist von ihren Wäldern. Jetzt eben durch das Mitmachen von Baden-Baden gibt es, glaube ich, sogar angrenzende Flächen.
Deren Befürchtung war und auch die Befürchtung sämtlicher anderen privaten Waldbesitzer, die in irgendeiner Form Waldflächen haben oder hatten, die in das Nationalparkgebiet zumindest teilweise angrenzen oder nah dran liegen, dass sich eben im Nationalpark, wenn man da nichts mehr macht, der Borkenkäfer schlagartig vermehren könnte und dann eben ausschwärmen in alle Richtungen und es da, ich hatte es im Vorgängervideo von diesem schon erwähnt, dann ein ähnliches Massenfichtensterben geben könnte, wie das im Nationalpark Bayerischer Wald passiert ist. Sowas wollte hier natürlich niemand. Wobei man sagen muss, dass das natürlich auch wieder nicht ganz richtig ist. Es gab auch welche, die das schon gewollt, nicht unbedingt gewollt, aber akzeptiert hätten, wenn das dann im Rahmen eines die Natur machen lassen, was sie möchte, eben dazu gekommen wäre. Tatsache ist, nach meinem aktuellen Kenntnisstand würde die Nationalparkverwaltung nichts unternehmen, dürfte sie auch streng genommen nicht, wenn hier jetzt der Borkenkäfer sämtliche Fichten kahlfressen würde und man das rechtzeitig bemerken würde und noch gewisse Eingriffe vornehmen könnte, um noch ein wenig grüne Fichten zu erhalten. Man würde es vermutlich nicht tun, weil man eben gesagt hat, man macht hier gar nichts und was hier von der Natur aus passiert, das passiert. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt keine Rolle, es passiert. Eine Ausnahme stellen eventuell invasive Arten dar, also irgendwelche Neozoen, Neophyten, die hier einwandern und sich hier unkontrolliert ausbreiten und hier eigentlich nicht hingehören. Das ist auch in jedem Nationalpark immer eine Diskussion. Bekämpft man Neophyten oder bekämpft man sie nicht? Ein Beispiel aus der Sächsischen Schweiz bzw. dem Elbsandsteingebirge. Da haben sie ein Problem mit der Schwarzkiefer, also dem Baumschwarzkiefer, die sich da gut ausbreitet und auch überall mehr oder weniger flächendeckend tatsächlich vorkommt. Die Schwarzkiefer hat die Eigenschaft, dass sie durchaus in der Lage ist, die heimische Kiefer auf bestimmten Standorten zu verdrängen und das will da halt eben keiner und da hat man sich dafür entschieden, dass man die Schwarzkiefer bekämpft. Und das ist eine hochkontroverse Entscheidung eben gewesen und ist auch nach wie vor meines Wissens ein wenig umstritten, weil wenn man eben sagt, man macht im Nationalpark gar nichts und lässt die Natur komplett freien Lauf, dann darf man auch keine invasive Art eigentlich bekämpfen und muss dann halt irgendwie das als großes Freilandexperiment sehen, was passiert, wenn in einem ansonsten relativ unberührten Wald wie diesen hier auch jetzt die chinesische Stabheuschrecke einwandert. Dann stirbt sie wahrscheinlich aus in diesem Fall. Aber was ist zum Beispiel mit dem indischen Springkraut, das allgegenwärtig ist, dass es auch stellenweise durchaus im Nationalpark gibt? Bekämpft man es nicht? Das ist was, das kann auf jeden Fall noch diskutiert werden. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern das gerade wird. Aber das sind auch so Dinge, die da eine Rolle spielen. Und damit das Video schön konfus ist, haue ich hier alles rein, was mir gerade irgendwie einfällt. Zurück zu den privaten Waldbesitzern. Die hatten eben Angst, dass wenn es hier zu einer Borkenkäfer-Massenvermehrung kommen könnte, dieser eben auch einen Dispersionsflug in ihren Wald unternehmen könnte. Und da war eine Sache, die sehr, 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 sehr oft zitiert worden ist auf Seiten der Nationalparkgegnern, dass es eben sogenannte thermische Überflüge gibt, bei denen ein Borkenkäfer in der Lage ist, enorme Entfernungen zurückzulegen. Der landet quasi beim Fliegen in einem warmen Luftstrom, der aufsteigt, wird von diesem mitgenommen und kann so viele Kilometer an Strecke zurücklegen. Teilweise auch wirklich richtig, richtig, richtig viele, hat man schon nachweisen können. Allerdings, was man nicht hat nachweisen können, was dann vielleicht der ein oder andere Nationalparkgegner auch irgendwann mal kapiert hatte, es kommt nach thermischen Überflügen nicht zu einer Massenvermehrung. In der Regel kommt es überhaupt gar nicht dazu, dass sich der Käfer nennenswert ausbreiten kann, weil das sind ja immer nur einzelne Exemplare. Wenn also ein einzelner Borkenkäfer aus sonst wo anders landet und dann da allen anderen anwesenden Borkenkäfern sagt, kommt her, hier gibt's was zu futtern. Erstens mal ist es super unwahrscheinlich, dass er nach seinem thermischen Überflug wirklich auf einer geschwächten Fichte landet. Und zweitens ist die Chance, dass dann auch noch in der Nähe überhaupt nennenswerte Zahlen anderer Borkenkäfer anwesend sind, gar nicht mal so hoch. Und mir ist zumindest kein Fall bekannt, an dem durch einen thermischen Überflug mal eine nennenswerte Borkenkäferverbreitung ausgelöst worden wäre.
Und ich bin mir ziemlich sicher, nicht nur mir ist kein solcher Fall bekannt, sondern auch niemand sonst, weil es das einfach nicht gibt. Aber Angabe ohne Peng, also Gewehr. Das war so eine der Befürchtungen eben der privaten Waldbesitzer. Ich habe auch mal gehört, dass die Angst hatten, dass sie ihren Wald dann übernutzen müssen, um eben das fehlende Holz aus dem Nationalpark zu kompensieren, wenn sie die Sägewerke nicht sterben lassen wollen. Also das ist auch, die haben sich natürlich auch sämtliche Nationalparkgegner zusammengetan und einen Club gegründet der Leute, die das blöd finden. Im Bereich der Forstwirtschaft gab es dann eben halt auch noch ganz, 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 ganz viele neutrale Waldbesitzer. Denen war das relativ wurscht, weil weit genug weg. Und einige, die einfach gesagt haben, oh ja, wir wollen das aus ethisch, emotional, naturwissenschaftlichen Gründen. Wir wollen eine Fläche, auf der der Wald machen kann, was er möchte, weil wir eben auch gerne wissen wollen, was dann passiert und möchten da auch selber gerne drin spazieren gehen und wollen das so haben. Das hat es auf jeden Fall auch gegeben. Jo, neben eben diesem Bereich der Forstwirtschaft wäre dann auch die Forstwissenschaft zu nennen. Da hatten die Gegner genau einen Forstprofessor, also wirklich Professor, der eigentlich aus dem Forst-BWL-Bereich gekommen ist, also Forstbetriebswirtschaft, hat er zumindest meines Wissens unterrichtet in Rottenburg am Neckar. Glaube ich jetzt. War das da? Ich weiß jetzt gerade nicht genau, welches Rottenburg, aber jedenfalls ein Rottenburg hat eine forstliche Hochschule. Ich meine, das wäre das am Neckar. Und dieses Rottenburg, da war der Dozent. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Mann heißt. Ist auch nicht so wichtig. Aber der hat sich teilweise gegen gesicherte forstwissenschaftliche Erkenntnisse, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, das darf ich ja so sagen, Behauptungen aufgestellt zu dem Schaden, der durch so einen Nationalpark entstehen würde, was einfach ja, nicht der Mehrheit der anderen forstwissenschaftlich Tätigen entspricht, der Mehrheit der Meinung dieser, beziehungsweise teilweise hat sich es auch durchaus gegen Untersuchungen gestellt, die es für sowas schon gegeben hat. Der hat sich schon arg aus dem Fenster gelehnt. Es gab Spekulationen auf Seite der Nationalparkbefürworter, dass er da auch entsprechende finanzielle Anreize für bekommen hat. Bei solchen Sachen, bei so wirklich auch großen politischen Entscheidungen, und das war schon wirklich ein ordentlicher Konflikt und da ging es heiß her, ist sicher immer irgendwie noch ein wenig Geld im Spiel. Da kann man sich ziemlich sicher sein, zumal dieser Nationalpark auch einen Haufen Steuergelder bekommt. Es geht hier wirklich um viele, viele Millionen, die da im Spiel sind, die da eine Rolle spielen. Das ist alles sowas, dass man da schon irgendwo im Hinterkopf behalten sollte. Auf Seiten der Nationalparkbefürworter war eigentlich ein großer Teil des Restes der Forstwissenschaft. Man muss halt schon sagen, dass hier oben ein Nationalpark einfach niemanden stört, rein wirtschaftlich gesehen. Also der wirtschaftliche Zweig, der ist so gering, der Schaden, was heißt der Schaden? Das verlorengehende Einkommen, was hier eine Rolle spielt, dass man schon sagen kann, das kann man verschmerzen bzw. kompensieren. Und aus wissenschaftlicher Sicht freut sich die Wissenschaft als solche selbstverständlich immer, wenn sie eine Spielwiese bekommt, wie eben jetzt diesen Wald da hinter mir, indem man in der Richtung selbstverständlich jede Menge super spannendes Zeug untersuchen kann oder sich angucken kann, wie verhält sich eben ein langsam zusammenbrechender Fichtenwirtschaftswald. Ich kann einfach es nicht lassen, zu behaupten, dass das ein zusammenbrechender Fichtenwirtschaftswald und kein Urwald ist. Es ist ja streng genommen wirklich so. Also ich bin da der festen Überzeugung, dass ich recht habe. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, 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 sehr schöner Wald. Aber mit dem Begriff Urwald, das nein, nein. Der Naturschutz, muss man natürlich jetzt nicht weiter darauf eingehen, welche Seite der wohl vertreten haben mag. Selbstverständlich war der ein absoluter Befürworter des Nationalparks. Und man muss natürlich sagen, wenn man das aus einem streng wissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet, ist der Naturschutz, er neigt dazu, doch durchaus radikal zu werden. Und auch generell kommt er immer mit irgendwelchen emotionalen Argumenten daher.
selbstverständlich auch naturwissenschaftlicher Art und wirklich Fakten. Und wenn wir hier jetzt einen Nationalpark machen, dann haben wir die und die und sel und jene Vorteile wirklich als handfester Fakt. Aber es spielen auch immer emotionale Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel der Wald, hier wird er dann schöner, oder wir wollen einfach der Schöpfung ein Stück Schöpfung zurückgeben. Wenn man es zum Beispiel mit einem Glaubensansatz klassifizieren möchte, für wen das eine Rolle spielt, das ist ja durchaus legitim, meiner Meinung nach, wer das dann so sehen möchte. Aber auch ansonsten kann man es einfach ethisch aufziehen, der Natur ein Stückchen Natur zurückgeben, so in dem Bereich. Das sind so emotionale Argumente, die von Seiten des Naturschutzes größtenteils gekommen sind. Selbstverständlich haben sich sämtliche Naturschutzverbände, die in irgendeiner Form es irgendwie gibt, die in Baden-Württemberg auch nur ansatzweise 3 Vertreter haben, auf die Seite des Nationalparks geschlagen und fleißig die Werbetrommel dafür gerührt. Es gab auch eine Demonstration, mindestens eine, ich erinnere mich gerade an keine weitere, also der Nationalparkbefürworter, vielleicht war bestimmt noch irgendwelche anderen, aber da waren auch sämtliche Naturschutzverbände selbstverständlich anwesend, na, fast sämtliche, und haben sich auch dafür ausgesprochen, was ja nicht weiter verwunderlich ist jetzt eigentlich. Wichtig bei so einem Großprojekt ist auch immer der Tourismus. Und da haben sich auch die Hotelbesitzer interessanterweise ganz unterschiedlich positioniert. Es gab Hotelbesitzer, die sehr, 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 sehr stark für den Nationalpark waren, weil sie sich eben dadurch einen Zustrom an Touristen, ergo an übernachtenden Touristen, erhofft haben. Es gab aber auch eben Leute, die eher das Gegenteil vermutet haben, dass der Nationalpark eventuell dazu führen könnte, dass da man hier nicht mehr vom Weg runter darf, keiner mehr Lust hat, diesen Wald eben zu betreten, weil das so ein Reservoir ist und man da so eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit ist, dass das dann also eben entsprechend die Besucher eher abschrecken würde. Man hat auf Gegnerseite dann auch jede Menge Zahlen aus dem Bereich Bayerischer Wald herbeigeholt und mal geschaut, inwiefern denn da jetzt das Einrichten des Nationalparks nennenswert den Tourismus gestärkt hätte. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das gewesen ist, aber scheinbar war es nicht so viel wie erwartet. Und dann ist man halt eben hier auch davon ausgegangen, dass das keinen spürbaren Gewinn bringen würde. Aktuell ist das Ding ja jetzt noch jung genug, dass man wirklich noch nicht wirklich sagen kann, bringt es nun was oder bringt es nicht. Aber so gewaltige Ströme an Touristen hat man vielleicht noch nicht festgestellt, aber das Nationalparkzentrum, das noch nicht besonders groß und auffällig ist, das wird gerade nämlich noch gebaut, das Imposante, beziehungsweise da fangen sie jetzt dann demnächst an mit Bauen, das dauert ja alles ein bisschen, verzeichnet enorme Besucherzuwächse seit der Nationalpark, seit es den gibt. Hab da ja selber eben im Vorgänger-Etablissement habe ich mal ein wenig eben gearbeitet und ich glaube, die haben sich verdoppelt bis verdreifacht an starken Tagen, die Besucherzahlen. Das war mein letzter Stand, den ich da mal erfragt hatte. Also es ist auf jeden Fall irgendwo schon ein gewisser spürbarer Effekt in Richtung Tourismus nachweisbar. Wie weit das noch kommen wird, das steht selbstverständlich in den Sternen. Es ist für mich ein bisschen schwierig, die Hotelbesitzer zu verstehen, die gesagt haben, das hätte einen negativen Aspekt. Das leuchtet mir irgendwie nicht so wirklich ein. Aber man muss natürlich sagen, dass es auch eben die Interessensgruppe derjenigen gegeben hat, der Waldbesucher, da gab es natürlich auch solche und solche, also der stinknormalen Bürger, die keine besondere Funktion gehabt haben, die gesagt haben, sie wollen keinen Nationalpark, weil sie eben auch Angst hatten, unter anderem vor der Borkenkäferkatastrophe, die hier den Wald kahl frisst, und sie ihren Schwarzwald gerne so haben wollten, wie sie ihn seit, wenn es zum Beispiel um ältere Leute handelt, 70 Jahren kennen, gefühlt. Und sie einen Wirtschaftswald, gerade eben auch deswegen, weil es ein Wirtschaftswald ist und damit Geld wert, auch eben schön und damit attraktiv finden, dass es ein solcher ist, hat alles eine gewisse Rolle gespielt. Gleichzeitig eben auf der anderen Seite die Leute, die lieber einen Wald haben wollten, der möglichst naturnah ist und möglichst nah dran an dem, was die Natur ohnehin einrichten würde, wenn der Mensch dabei keine Rolle spielen würde. Also
da war es wirklich ganz, ganz schwierig und eben die Meinung der Einzelperson, die keinen besonderen Bezug zum Wald hatte, ist zum Teil enorm auseinandergegangen. Es sind in den einzelnen Dörfern teilweise Freundschaften und Familien zerbrochen, weil der eine Teil der Familie eben pro und der andere Teil kontra Nationalpark gewesen ist. Und in den Ortschaften und im Nationalpark drumherum hat man auch wirklich ganz eindeutig einen riesigen Schilderwald gesehen, an dem man schön erkennen konnte, diese Ortschaft ist jetzt pro Nationalpark oder eben kontra. Es hing alles voll mit entsprechenden Schildern. Es gab dann sogar irgendwann Gerichtsurteile, dass bestimmte Schilder abgebaut werden müssen, weil das Dorfbild, das Landschaftsbild so sehr verschandelt worden ist durch eben die gefühlten Millionen von Nationalpark-Nein-Danke-Schilder, die in manchen Orten angebracht worden sind. Also das ist schon sehr, 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 sehr erbittert gekämpft worden, besagter Kampf. Und hier merkt man ganz eindeutig ein durchaus bekanntes Phänomen in der Umweltpolitik, den Stadt-Land-Konflikt kann man es nicht nennen, aber der Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Die Landbevölkerung, insbesondere die vor Ort, war mehrheitlich eher nicht so begeistert, vorsichtig ausgedrückt. Wobei, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit gewesen ist, aber ein großer Teil zumindest war nicht so begeistert, weil man sich dann halt irgendwie doch zu sehr eingeschnitten fühlt, auch in der persönlichen Freiheit. Das spielt da immer sicherlich eine Rolle. Weitere Gründe müsste man jetzt ausführlicher analysieren. Das ist ja bloß meine Meinung, was ich hier erzähle. Ich habe da jetzt keine großartigen Untersuchungen zuvor durchgelesen oder Ähnliches. Und man hat aber auch ganz eindeutig feststellen können, dass wer weit weg ist und in der Stadt wohnt, immer auch ein gewisses Bedürfnis nach Natur hat und dann tendenziell ganz, ganz oft bei solchen Fragestellungen, soll man in sonst wo einen Nationalpark einrichten oder ein großes Naturschutzgebiet oder irgendwie sonst wo die Natur besser schützen, ganz, ganz oft dann eher dafür ist, weil ihm eben Natur in seinem persönlichen Umfeld fehlt und ihm selber dadurch nur Vorteile erwachsen, dass er dann dahin fahren kann, um Urlaub zu machen. Das spielt immer bei solchen Fragestellungen eine große Rolle. Je näher man dran ist, desto eher geht es einem wahrscheinlich auf den Wecker, bis auf dann eben die einen speziellen Gruppen, die dann dafür waren. Und es gab halt eben auch Dörfer, die aus irgendwelchen Gründen das Ding gut gefunden haben und Dörfer, die aus den gleichen Gründen es schlecht gefunden haben. Man hat es nicht wirklich nachvollziehen können und da sind die Emotionen dann doch teilweise sehr am Überkochen gewesen. Beispielsweise Vorbach, wo ich ja auch durchgelaufen bin auf dem Westweg, war ein schlimmes, muss man schon fast sagen, Kontranationalparkdorf. Die haben da also erst einmal wieder auch alles mit Schildern zutorpediert, haben entsprechende Infoveranstaltungen gegeben, bei denen die Nationalparkbefürworter Angst um ihr Leben haben mussten. Naja, das ist natürlich etwas übertrieben. Ich bin da auch gewesen und habe auch mal das Maul aufgemacht. Da hat man schon ein bisschen aufs Maul bekommen, auf den Deckel bekommen. Wobei man natürlich sagen muss, ja, es ist irgendwo nachvollziehbar. Also ich kann auf jeden Fall den Konflikt verstehen, die Position teilweise nicht. Und was man nochmal vielleicht wichtigerweise sagen müsste, den Konflikt mit dem Borkenkäfer hat man letztendlich so gelöst, dass man wirklich wissenschaftlich angegangen ist und mit aktuellen forstwissenschaftlichen Erkenntnissen, dass ein 500 Meter breiter Borkenkäfer-Schutzgürtel um ein Schutzgebiet einen sehr, sehr, sehr umfassenden Schutz eben vor Borkenkäfer darstellt, der dringt durch einen 500 Meter breiten Streifen nicht durch. Dafür muss dieser entsprechende Streifen aber enorm rigoros kontrolliert werden. Das heißt, da patrouillieren jede Menge Forstwirte, also Facharbeiter für den Wald, und gucken sich wirklich jede Fichte da an, ob sie eventuell kleine Bohrlöcherchen in der Fichte finden, wo sich ein Käfer eingebohrt haben könnte, oder Bohrstaub am Fichtenfuß oder sogar absterbende Nadeln, wobei es dann schon zu spät ist. Wenn man den Baum dann fällt, dann kann man nur noch den Schaden ein wenig eindämmen, aber der Käfer ist dann schon ausgeflogen, also die nächste Generation, die Brut sozusagen. Aber man weiß eben inzwischen, man ist sich zumindest sehr, 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 sehr sicher, dass ein solcher Schutzstreifen, der wirklich konsequent und knallhart durchgezogen wird, durchaus ausreicht, um sicher zu sein, dass keine nennenswerte Anzahl an Borkenkäfer durch diesen Streifen eben durchkommt. Kostet ein Schweinegeld, aber dank staatlicher, unserer
Förderung durch uns Steuerzahler, also auf gut Deutsch staatliche Kohle eben natürlich, hat der Nationalpark das Geld und kann sich das leisten, dieses Borkenkäfer-Monitoring wirklich extrem Ausmaß zu betreiben, um sicher zu sein, dass da nichts durchkommt. Letztendlich hat das sicherlich auch einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass jetzt dieser Nationalpark eben in so einer Form existiert. Und was ich bemerkenswert finde und was mich eigentlich auch heute noch überrascht, nachdem dann mal beschlossen war per Gesetz, dass der Nationalpark kommt, haben die Nationalparkgegner mehr oder weniger einheitlich gesagt, ja, okay, jetzt ist es eh zu spät, jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt beruhigen wir uns wieder und leben dann halt jetzt damit, dass es dieses Ding gibt. Und tatsächlich ist seitdem auch ganz, ganz wenig Zorn nur noch vorhanden und man kriegt kaum bis überhaupt nichts mehr mit, höchstens mal so einzelne Wortmeldungen einzelner Personen, die jetzt dieses Ding furchtbar finden, diesen Nationalpark. Fairerweise muss ich allerdings auch noch sagen, dass manche Leute, gerade Fachmänner und auch ich an ein, zwei Stellen, schon durchaus ein bisschen was zu meckern haben, was sie vielleicht eventuell anders machen würden. Man muss aber auch gleichzeitig fairerweise dann wieder sagen, dass das natürlich immer so ist, wenn Experten zusammenkommen, dass der eine Experte dieser Meinung und der andere Experte dieser Meinung ist. Wer jetzt letztendlich recht hat, werden wir vermutlich in 100 Jahren erfahren, wenn sich dann herausstellt, dass die Nationalparkverwaltung eventuell irgendwo missgebaut hat oder alles ganz unglaublich toll sich entwickelt hat und genauso ist, wie man es hätte haben wollen und es wahrscheinlich scheiße gewesen wäre, wenn man zum Beispiel auf mich gehört hätte. In einzelnen Dingen. Grundsätzlich bin ich selbstverständlich ein Fan vom Nationalpark. Und jetzt muss ich vielleicht abschließend noch kurz erwähnen, eben habe ich eine Führung mitbekommen, die sie da oben gemacht haben, also hinter mir. Und da oben, wo man auch runter auf den Wilden See gucken kann, und hat mir dann noch ein bisschen was angehört, was denn die Rangerin so erzählt hat, und muss zu meiner großen Freude feststellen, dass sie selbstverständlich mir keinerlei neue Informationen geben konnte. Und vieles, was sie gefragt wurde, hätte ich, jetzt ist die Frage, ob das Sinn macht, das ausführlicher zu beantworten. Aber ich hätte es erheblich ausführlicher beantworten können, hätte es dann wahrscheinlich auch getan. Wahrscheinlich wäre die Hälfte der Gruppe weggerannt. Meine Art und Weise, die Natur zu erklären, ist halt eben doch schon etwas speziell und etwas sehr ausführlich. Und nur was für Leute, die sich wirklich ganz intensiv dafür interessieren. An dieser Stelle dann nochmal ein herzliches Dankeschön an meine Zuschauerschaft, bei denen das eben offensichtlich der Fall zu sein scheint. Aber ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich das ähnlich gemacht hätte. Ich fand ihn auch gut, den Vortrag, definitiv. Und ganz zu meiner großen Freude, weshalb ich auch vieles aus dem nächsten Video, was jetzt in der Westwegreihe kommen würde, wieder rausschneiden muss. Hab mir auch schon gedacht, das kannst du eigentlich so nicht sagen, weil es dann doch ein bisschen spekulativ ist und ich zu lange keine Führung mehr im Nationalpark mitbekommen habe. Der Punkt, dass dieser Wald hier eben nicht natürlich ist, sondern ein zusammenbrechender Wirtschaftswald, der wurde sehr wohl angesprochen. Für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig, aber das ist wirklich persönliche Vorliebe und das möchte ich niemandem vorwerfen. Ich finde es wirklich toll, dass darauf eingegangen wurde und ich bin damit jetzt wieder ein Stückchen mehr zufrieden mit dem Nationalpark und habe ein kleines Problemchen weniger mit dem Ding. Die Probleme, die ich noch habe, die werde ich auch bei gegebener Stelle irgendwann mal vielleicht zur Diskussion stellen. Aber fürs Erste sind wir jetzt erstmal glücklich, dass wir uns im Nationalpark befinden. Ihr hoffentlich dann auch, wenn ihr hier mal durchlauft. Wenn ihr es irgendwie hinkriegt, geht runter zum Wilden See. Das lohnt sich definitiv. Und mehr habe ich dem eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Ich werde jetzt noch einen schönen langen Spaziergang hier im Gebiet machen, aber nichts mehr filmen. Das soll für heute reichen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.